Servusle, meine Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Unsere Daily Dosis Arc mit Voucher und mit Alderle auf Ragnarok. Ein wunderschöner Morgen in den Highlands. Die Sonne geht gerade auf. Unser Alurudel steht hier. Freut sich schon, wenn wir endlich Level 62 sind, Leute. Kommt bald. Wie viel fehlt uns denn noch? Ich muss mal direkt reingucken. Jo, noch 5 Level, dann können wir den Sattel bauen. Dann geht's zur Fleischfarmrunde an den Strand. So, ihr denkt bitte dran, das Voting ist gestartet auf voucher.de im Bereich Arc Ragnarok. Könnt ihr jetzt abstimmen? Unser Level 211. Allosaurier-Rudelführer bekommt einen Namen aus der Community. Ich weiß noch nicht, wie man die anderen nennen. Kann gut sein, dass ich tatsächlich die Zweit- bis Viertplatzierten von dem Voting, das ihr jetzt in eurer Hand habt, wähle und dann haben wir das komplette Mädelsrudel. Wir brauchen natürlich irgendwann noch einen Mann, denn wir haben ja auch noch die große Liste. Ja, servus. Ja, servus. Dich nennen wir jetzt gleich Anstupser, verstehst du? Und dann kommst du rein zu den anderen zwei Schubsern. Ich bin so stolz, Leute. Herzlichen Dank auch für die Kommentare, fürs Mitfiebern, fürs Dabeisein. Hat mich tierisch gefreut. Ich lese die doch so gerne. Und ich habe mich echt gefreut, wie manche mitfiebern. Ist wirklich schön, Leute. So, jetzt wäre eigentlich heute der Ausflug dran. So zumindest war der alte Plan. Der neue Plan besagt aber was anderes. Und zwar, wir haben uns ja vorgenommen, eine Kombi-Armee zu züchten. Die Kokos. Die Kokos, Leute. Hier stehen sie und warten auf ihren Einsatz. Ich habe sogar schon mal 2 Eier eingesammelt letzthin. Da steht, das ist das aktuelle Zuchtpaar, ne? 217. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, war das Männchen, unser Stecher. Weißt du was, das war ja hier immer die Diskussion, wie wir die nennen wollen. Also die Mädels benenne ich nicht. Ich will auch keinen von euch hier miteinander vermählen und dann daraus Kinder kreieren. Aber wir können ja den Stecher hier schon mal ein bisschen ab von dem, wie ich so normalerweise drauf bin. Pass mal auf, den nennen wir jetzt schon mal Baba Vouch. Baba Vouch, würde ich sagen. So, ich muss hier mal über alles Mögliche drüber. Ich bin ja voll ein Vollamateur hier, ne, was die Aufnahmen angeht. Ich muss immer über alles drüber langen. Und immer gucken, ob ihr da seid. So, Leute. Baba Voucher, der Stecher, der wird jetzt die ganzen Babys machen hier. Wir brauchen natürlich noch große Mädels. Ja, die sind mal ein bisschen zu klein. Ich will natürlich später eine starke Kombi-Armee haben. Jeder von euch, der mitmacht, soll ein starkes Tier bekommen. Farbenwahl und so kann ich leider nicht anbieten. Lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Wir müssen natürlich jetzt die Kombis auf den Weg bringen. Ich will diese Woche bis zum Wochenende 2 Dinge auf jeden Fall machen. Die Fleischrunde am Strand mit dem Alurudel, und zwar, wenn der Alderle oben drauf sitzt auf dem Rudelführer. Das ist das eine. Und die Kombis. Ich hätte gerne den ersten Kombi-Nachwuchs, sodass wir anfangen können, Namen aus dem Hut zu ziehen. So, dafür müssen wir natürlich thematisch hier die Struktur fertig bauen. Das machen wir heute. Dann kümmern wir uns um Strom. Ich will es gleich so aufstellen, wisst ihr, mit Klimaanlage und allem, dass wir uns da nicht auch noch kümmern müssen. So, jetzt pass auf. Wir starten hier mal alle Maschinerien, die wir so haben. Das wäre zum Beispiel... Guten Morgen, Pupsi. Guten Morgen. Dich kann ich doch eigentlich... Weiß noch jemand, muss ich sie auf Ausdauer oder Gesundheit leveln, damit es länger anhebt. Und ein Pupsi ist sein Mann. Denn Pupsi ist sein Mann. So, pass mal auf. Wow. Ich verteile das jetzt hier mal auf Ausdauer und auf Gesundheit. Ich glaube, Ausdauer war es, damit eben dieser Boost, den die Tiere geben, länger hebt. Und Gesundheit einfach, dass sie ein bisschen mehr aushalten, wenn man was Kleines hier angreifen würde. Was es ja nicht tut. So, wir brauchen auf jeden Fall für den großen Ausflug irgendwann auch noch einen zweiten Rümpfle. Und momentan haben wir ja weibliches Rümpfchen. Wir brauchen dann noch ein männliches Ersatztier, ist klar. Unser Pferd werden wir auch gleich brauchen. Jetzt schauen wir mal hier durch, Leute. Wir brauchen ja jede Menge Material. Deswegen sollte das hier eigentlich immer parallel mitlaufen. Ah, da geht's schon los. Keratin. Siehst du, wir brauchen nämlich Keratin. Ich lasse es jetzt schon mal durchlaufen, was wir haben. Holen wir heute noch Keratin am Strand. Dann schauen wir mal hier rein. Da sind noch Rohstoffe drin, Holz ist drin. Können wir auch nachher noch mal ein bisschen nachlegen. Wir würden sagen, wir holen gleich noch mal Material und bauen Deckenelemente. Ich baue jetzt die Struktur über dem See fertig und dann schauen wir mal, dass wir die Maschinen ranholen, die wir brauchen, um den Generator zu bauen, die Klimaanlagen zu bauen, Steckdosen, Stromleitungen und so weiter. Das machen wir heute alles mal gemütlich mit einem kleinen Ausflug Keratino. Stoppe mal, da ist doch Keratin, das kannst du hier schon mal rausnehmen, siehst du? Siehst du, man muss auch gucken, wir haben ja so viel Zeug rumliegen. Natürlich, jetzt pass auf, jetzt fangen wir mal mit einem an. Wie viel können wir denn hier bauen? 68, da hat der Alderle wieder ein bisschen Material vor der Türe geholt, ist klar. Ich würde sagen, wir verbauen mal die Hälfte, die brauchen wir bestimmt. Das wären schon mal 34 hiervon. Und hier verbauen wir mal 12 Rampen. Das kann schon mal durchlaufen. Wir könnten eigentlich kurz am Strand unten Keratin holen, oder? Ja komm, lass uns mal kurz runterlaufen, Leute. Der Alderle frisst kurz was. Einfach nur Keratin holen. Und während wir jetzt runterlaufen, guckt man natürlich gleich, ob ein zweiter Flugsaurier auf dem Weg ist. Männchen über Level 100 sollte er sein, dass wir ein Ersatztier haben. Weil, wenn alles gut läuft diese Woche, ist hier irgendwas los. Ja, oben sollten wir auch nachher nochmal eine Tour machen. Vielleicht finden wir da noch neue Schafe. Uns geht nämlich so langsam das Hammelfutter leer, verstehst du? La 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 da di, wherever you go. Wer ist denn gestiegen hier? Ekusle. Ich würde sagen mal wieder eins auf Gewicht. Ist momentan eher das Lastenpferd. Eigentlich ist ein Allrounder, ne? Den haben wir schon überall dabei gehabt.
Ah, herrlich. Uhrzeit 7:49 Uhr. Wunderbärle. Ich weiß noch nicht, wie groß die Session wird, die wir jetzt hier machen. Zwei Folgen wahrscheinlich auf jeden Fall. Je nachdem, wie es läuft, auch drei. Müssen wir mal gucken. Vor allem guck ab und zu auch mal wieder hier. Nicht, dass da doch nochmal ein Giga gespawnt ist. Man weiß es ja doch nicht, ne? Pronto ist gut. Trikes sind da unten, ist auch gut. Und einen Oviraptor brauche ich noch, damit halt die Kombi-Armee auch richtig schön die Eier flutschen lässt. Jo, neuer Level verfügbar. Wir kommen immer näher, Leute. Jetzt gehen wir auf Level 58 zu. Ne, 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 ne. Momentan brauchen wir viel Gewicht. Ich hau's nochmal auf Gewicht. So, pass auf. Hier gehen wir runter. Da gehen wir nämlich immer runter. Ich muss natürlich. Oh, da haben wir doch schon den ersten Flugomat. Bist du ein Männchen über Level 100? Nein, Female. Ein Femälchen. Also ein Viehmännchen. Viehmännchen. Entschuldigung. So, weiter geht's. Hier müssen wir natürlich gucken. Wenn Kombis hier sind, große Weibchen werden mitgenommen. Auch da machen wir noch einen kleinen Ausflug Richtung Redwood. Da könnte man ja gucken, ob man nochmal ein großes Kombi-Mädel finden. Jetzt holen wir aber erstmal Carotene. Carotene, die Liebe meines Lebens hieß Ca... Was rennt denn da hinten, bitte? Was rennt denn da hinten, bitte? Dilophosaurus. Den brauchen wir jetzt im Moment nicht. Auch da fehlt uns noch ein zweites Tier. Ist mir bewusst, aber im Moment haben wir ja andere Ziele. Jetzt hacke ich mal hier rein. Farmen habe ich heute auf 10 gestellt, Leute, weil ich glaube, wir müssen öfters mal raus und ich will die Folgen nicht nur immer hin und her rennen, weißt du? Deswegen habe ich es mal hochgepeitscht. Hier wunderbar Keratin, verdorbenes Fleisch ohne Ende, Öl ist dabei, Leder ist dabei. Ich hau den Alderle mal voll. Alderle, dein Gewichtsding steigt heute gar nicht. Jetzt haben wir es komplett abgebaut. Ja, super. Pass auf, dann lade ich das mal hier ein, was wichtig ist. Öl haben wir auf jeden Fall, das werden wir auch brauchen. Wir müssen ja noch Benzin herstellen, verdorbenes Fleisch, das haben wir alles wunderbar. Gewicht haben wir auch noch genug, das Zeug wiegt nichts. Wir könnten eigentlich gucken, ob wir noch ein zweites, da war doch noch ein zweiter Wal hier rumgelegen. Den Dilopho, lass mal den links liegen, den brauchst du nicht. Der spuckt dich bloß an. Jetzt habe ich schon, boah, hier kommt ein Dingsklauer, ein Bärenklauer, den brauchen wir auch nicht. War nicht hier noch ein Walfisch gelegen? Ich dachte, Leute, dass hier noch ein Walfisch... Pupsile, servus, grüß dich, moje. Moje. Nö, da ist nichts los. Da ist nichts mehr los. Dann warten wir, bis der Walfisch wieder gespawnt ist. Oder war da hinten noch einer? Ich glaube, da hinten sehe ich einen durchlinsen. Nur nicht zu nah ans Wasser, sonst ist auch so eine kleine Reise ruckzuck vorbei. Spring! Siehst du, da liegt einer. Ich hoffe, dass der Kleine uns jetzt hier nicht... Wieso bin ich jetzt... Ich bin schon wieder gestiegen. Ah ja, wir haben ja auch Zement durchlaufen und so. Ist alles okay. Passt alles, wie es ist. Also da habe ich auch nichts verstellt, ne? Und wenn, wäre ja auch wurscht. Ich habe es aber nicht eilig, 100 zu werden, ne? Wir sind noch eine ganze Weile hier in den Highlands, denke ich mal. Werden so langsam dann die Ausflüge starten, weiter rein ins Land gucken. Wo könnten wir uns eine kleine Zwischenbasis... Ich habe schon überlegt, ob wir uns im Redwood ein Baumhäusle hinsetzen irgendwo. Weißt du, so einen kleinen Anlaufpunkt, wo wir einfach so eine Art Zwischenlager aufsetzen mal. Dass wir ein bisschen mehr in die Karte reinkommen irgendwann. Aber das muss jetzt nicht heute sein. So, jetzt reiten wir hier rum. Da kann man nochmal nach Kombis gucken, geschwind. Oh, da hinten ist ein Ekos gelandet. Ist das ein Zeichen? Hallöle. Nee, ist kein Zeichen. Zum Glück gibt es hier genug Pferde. Ne? Wenn man noch ein paar opfern, ist nämlich vorbei. So, meine Lieben. Ich würde sagen, das reicht uns schon mal. Wir gehen jetzt wieder nach oben. Den hier lassen wir am besten rechts stehen. Tschüss. Klein Aggro, verstehst du die kleinen Dinger hier? Wahnsinn. Da komm, ess den Dodo. Schnapp dir bei dem Dodo was. So, das wäre natürlich das Highlight heute, wenn wir das schaffen würden, dass wir schon mal die Grundstruktion von der Basis aufgebaut... Nochmal so ein kleiner. Die machen ja Lärm, als wären sie was Besseres, verstehst du? Die brauchen wir aber nicht. Wenn, dann will ich heute noch nach Kombis schauen. Je mehr Weibchen wir haben, desto schneller wird es später laufen. Mit der Nachzucht. Oh, Moment mal. 130er Mail, Leute. Haben wir alles dabei, zufällig? 130er Mail. Den holen wir uns doch, oder? So, zack. Den holen wir uns, Leute. Wenn der Alterle geladen kriegt. Oh, 157 Damage. Schieß mal auf der Körper besser. Der ist doch bestimmt gleich tot, oder? Ah, nee, der hat ein bisschen... Aber wir haben den gleich. Das ist ja der Wahnsinn. Was hat denn der nochmal gefressen? Ich weiß es nicht mehr. Oh, scheiße. Oh, scheiße, Leute. Ich weiß nicht mehr, was der gefuttert hat. Mist! Mist! Ich kann aber hier gucken, geschwind. Das ist wieder so eine Voucher-Aktion. Ich guck mal ganz kurz rein. Kurzer Moment. Es lädt. Es lädt, Leute. Komm, lad fertig hier, Alterle. P. P, 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 P. Ich glaube, Fleisch war es, oder? Jo, Raw Mutton haben wir natürlich oben. Wie sieht's denn aus mit Nahrung? 4.900, also den können wir dann... Ja, komm, wir holen schon Raw Mutton. Ich will den toll auszähmen.
geschwind aufs Pferd, geschwind hoch. Wieder eine super Aktion, sehr spontan. Nichts dabei, ne? Da unten ist aber nichts Gefährliches gewesen, also den frisst uns jetzt keiner auf. Geschwind hoch, die Ramattenkohl, dass er ein schönes Level bekommt, Leute. Lumlilum, dann haben wir da auch tatsächlich heute schon eins geschafft. Den Eintrag, wir können dann den Eintrag machen bei der Zehmliste. Boah, Alterle. Ist schon ein Stück, bis wir da daheim sind, ne? Aber der verhungert jetzt nicht. Das müsste normalerweise hinhauen. Das tickt jetzt langsam runter. Die Benommenheit ist ja noch ein Weilchen. Ja, das passt schon. Das passt schon. Wir brauchen auf jeden Fall Ramatten wieder. Ich überlege gerade, sollen wir dem den Sattel mit runternehmen und runterlaufen geschwind? Ja, wir laufen kurz runter, oder? Dann braucht man nicht hin und her und anhängen und nicht anhängen. Laufen wir geschwind runter. Ich lade jetzt hier kurz das Pferd ab. Wir bauen uns noch so einen Sattel, würde ich sagen. Oh, jetzt habe ich das Handy ausgemacht. Das ist gar nicht gut, weil ich muss ja nach der Uhrzeit schauen. Du kriegst gleich dein Männle. Du kriegst gleich dein Männle. Ich kann aber auch den Sattel bestimmt einfach wegnehmen. Das können wir auch machen. Hä, dann geht's noch schneller. Wir nehmen einfach den Sattel jetzt kurz weg. Hier ist er. Zwapp. Kümmere ich mich später drum. Wir laufen kurz runter. Alterle, iss, trink. Ja, wir sind doch da gleich unten. In der Zeit kann ich das Handy schon mal wieder einstellen. Jetzt haben wir dann, wenn wir zurück sind, bauen wir die Deckenelemente auf. Die laufen ja schon durch, ne? Ich hoffe, dass uns jetzt nichts erwischt auf dem Runterweg. Ja, das machen wir jetzt einfach so. Ich mache es halt so, wie ich es auch machen würde, offscreen, verstehst du? So, ich wäre jetzt auch so runtergelaufen. Das Sammelfleisch vergessen. Das wäre schon wieder ein toller Moment für einen Schnitt. Scheiße, Alterle. Scheiße. Jetzt reiten wir doch mit dem Pferd runter. Dann hänge ich das Pferd dran und fliege hoch. Dann geht's schneller. Das ist halt immer, wenn man so ein Schussel ist, verstehst du? Ah, ich hoffe, dass es jetzt noch hinhaut. Jetzt bin ich mir schon immer so sicher. Sind wir schon wieder gestiegen. Sehr schön. Liegt bestimmt auch mit am Zement. Da können wir eigentlich gleich einräumen hier. Ach, wir sind entspannt. Wenn er wieder aufwacht, wacht er auf. Dann zähme ich ihn halt noch einmal. So, das können wir gleich schon wieder reinhauen. Gibt es hier irgendwo noch, sage ich mal, ein paar Steine so für uns? Dann würde ich das nämlich parallel laufen lassen. Da leveln wir nämlich momentan noch schön. Ja, guck mal. Hier kannst du mal 200 Steine rüberpullen. Flapp. Hau mal durch. Dann würde ich sagen, das Öl erstmal hier rein und das Leder. Ah, ne, halt, da macht er uns Benzin dann. Das will ich dann schon kontrolliert machen. Okay, okay, Entschuldigung, ich sehe schon den ersten, der sagt, Alter, geh jetzt an den Strand runter, bevor das nichts wird. 16 Hammelfleisch, da fliegen wir jetzt gleich noch eine Tour. Ob man noch einen Hammel finden, würde ich sagen. Was wollte ich noch machen? Muss ich mal kurz hier reingucken. Ja, pull mal das Zeug hier rüber. Das ist nämlich alles unnötiges Gewicht, das wir gerade rumschleppen. Das Leder, aber wir könnten uns doch auch mal irgendwann eine bessere Rüstung bestimmt herstellen. Jetzt reite ich runter, ne? Habe ich gesagt. Komm. Und Hammelfleisch besorgen wir, wenn wir die Fleischfresser fertig haben, dann geht's schneller. So, Leute. Also. Wieder 5 Minuten hin und her gerannt. Ohne Ziel. Doch, ein Ziel habe ich, aber ich habe es nicht richtig wahrgenommen. So, pass auf. Ja, wir skillen unten gleich. Ey, Leute, dann können wir vielleicht am Mittwoch schon unser Allosaurier-Rudel an den Strand führen. Ne? Da können sie sich schön baden, die Mädels. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob wir den Flugsaurier kriegen. Wherever you go, la la di, la 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 la. Also auf jeden Fall schaffen wir es heute schon mal strukturell alles aufzusetzen. Dann klicken wir uns die Engramme frei, die wir brauchen. Also Fabrikator, Generator, die Klimaanlagen, Strom, Steckdose, all die Sachen. Das weiß ich noch von Aberration, was wir da brauchen. Langsam, sonst bricht sich's den Huf. Alterle, Alterle, mach doch locker. Ja, er ist fit. So, wo haben wir den jetzt umgelegt, den Guten? Wo haben wir dich denn hingebrackt? Da liegt er, da liegt er. Schabupp, kurz rein, Hammelfleisch rein. Der müsste jetzt mit einem Rutsch durchgezähmt sein, oder? Pass auf. Flupp. Ja, Alter, die Effektivität stimmt auch noch. Er frisst. Wie? Du bist noch nicht fertig. Die Hälfte haben wir gerade mal. Die Hälfte, da hätte ich gar nicht so rennen müssen. Ist noch Fleisch drin? 15, er hat erst ein Fleisch gegessen. Ah, das zählt sehr langsam runter. Gut, noch 50 Zähler, was machen wir in der Zeit? Wir könnten ein bisschen was einsammeln hier. Wir könnten noch ein bisschen was einsammeln hier. Was brauchen wir denn noch? Muss ich mal kurz gucken, ist hier noch irgendwo so ein Walfisch? Ne, den haben wir ja jetzt schon geholt. Da liegt da flach auf der Erde, der arme Kerl. Ja, aber so wie ich die Sache sehe, einmal hat er gefressen. Lass mich mal kurz das Ding reinholen. Der müsste jetzt beim nächsten Mal durch sein, ne? Trampel mir nicht... Da ist er schon, Leute. Wir haben das Männchen. Ein per... 194. Ja, ist okay, oder? Ist okay, Leute. Bin ich stolz drauf. Den nehmen wir mit hoch. Dann haben wir das Ersatztier. Also können wir auch die Reise demnächst machen. So. Mal gucken. So, jetzt müssen wir aber den hier erstmal folgen. Auf geht's, komm. Komm, es geht heim, Pferdchen. Ja, wunderschön, ne? Guck mal.
Oh, der ist schön. Der hat so einen rötlichen Stich ein bisschen. Das ist halt jetzt hier Emanzipation der Frauen, weißt du? Wir sind hier in der Moderne, da sind die Männchen eher rötlich und die Weibchen sind dann eher grün. Ist halt hier ein bisschen anders. So, komm, ja, wir gehen heim. Dann haben wir doch schon wieder. Den Eintrag mache ich nachher gleich. Da freue ich mich schon drauf. Also mit der zweiten Folge wird auf jeden Fall schon mal drinstehen, dass wir das Pärchen gezähmt haben. Wie machen wir es denn eigentlich, wenn wir ein Pärchen zähmen und es stirbt ein Tier? Nachzähmen, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, wir zähmen es dann. Wie das Pferd abgehängt? Wo ist denn das Pferdli? Pferdl, wo bist denn du? Wo ist denn das Pferd jetzt, Leute? Da hinten rennt's. Ich will es auch nicht auf. Das will ich auf keinen Fall verzichten. Das ist ein gutes Pferd. Das ist ein gutes Pferd. Bist du da, Ekus? Komm, mach mal den Rümpfchenmarsch. Tri, tra, tralala, Rümpfchen sind wieder da. Das Pferd ist da. 160 ist es schon, alter Schwede. Das haben wir schön aufgelevelt schon mal, gell? Wie sieht es denn eigentlich aus mit Werte hier, mein Freund? Boah, ist okay. Ist okay. Den bauen wir uns ein bisschen auf. Ich glaube, dass wir mit dem fliegen. Dann können wir nämlich Rümpfchen immer schön in der Garage lassen. Was? So, komm. Rein geht's. Dann bauen wir noch ein bisschen. Dann haben wir schon mal was geschafft heute. Langsam. Hier musst du langsam machen, sonst kommt er nicht hinterher, der Gauli. Ah ja, ich habe ja übrigens auch überlegt. Es gibt ja zwei Namen, die dieses Pferd kriegen könnte. Der eine ist Gaul und der andere ist Pferd. Ich will es Pferd nennen, Leute, weil immer in Action habe ich gemerkt, ich gucke natürlich meine Clips beim Schneiden immer ein bisschen durch, habe ich gemerkt, ich nenne es unheimlich gerne Pferd, Pferd, weißt du? So, pass auf, alle anhalten, dann nenne ich dich jetzt mal Pferd, verstehst du? Optionen, Name ändern, dann weiß man auch, wer du bist. Pferd. So. Ja, immer in Action, Pferd, komm! Dann nenne ich dich auch nicht mehr Gaul, weil jetzt heißt du Pferd, verstehst du? Ja, super, super, die zwei hier. Jo, 195, 194, ist echt groß geworden. So, Leute, ein bisschen was auf Gesundheit für uns. Noch drei Level bis zum Dings. Wir müssen mal gucken, was da überhaupt die ganze Zeit schon frei wird. Weißt du? Da haben wir schon wieder den nächsten Sattel frei. Verbesserte Munition, Sturmgewehr, das sollten wir uns auch mal drum kümmern. Motorboot können wir schon. Die Flakhose können wir schon herstellen. Ei. Ei. Das sollte mal langsam alles mal angehen. Verbesserte Munition, die Pumpgun ist schon frei. Ey, Leute, ja klar, wir sind ja schon Level 59. Leute, die Feldflasche gibt es auch schon. Alles klärle. So, bei euch zwei ist hoffentlich alles klar. Bisschen rötlich, bisschen grünlich. Pärchen Paredi. Parat. Paredi. Paredi, gell? Willkommen im Paredi-Land. So, Leute, passt auf. Die können wir nämlich jetzt hier mal verbauen. Damit fangen wir jetzt alles an heute. So. Das wird nämlich Zeit, dass wir die Kombis am Start haben. Fahrlübbel. Ja, ja. Kreicht's ihr nur? Hier, die starte ich mal wieder, die zwei. Unser Liebespärchen. Oh, neue Eier. Sehr gut. Wir müssen auch noch diesen Dings holen, ne? Diesen Oviraptor, Leute. Ja, nicht jetzt Eier suchen, Voucher. Bauen. Bauen heißt die Devise. Wir wollten nicht das machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Jetzt machen wir mal hier oben zu. Das ist mal das Erste, was ich machen wollte. Dass hier oben diese Ebene zu ist. Ich will nämlich gucken, ob wir noch eine dritte drauf kriegen. Alter, flutscht es heute. Der Alterle ist wild drauf auf die Kombis. Merkt das? Der will das jetzt fertig haben hier. Okay. Das war der Boxschlag. Das war der Boxschlag. Voucher, sei ruhig, bau einfach. So ist der zu mir, wenn ihr nicht zuschaut, normal. So, meine Lieben. Ich finde es übrigens auch total süß von euch, wie ihr den Alterle schon aufgenommen habt. Als vollwertiges Mitglied unserer Community. Viele grüßen ihn ja auch in den Kommentaren. Finde ich total gut. Finde ich total gut, Leute. Kann euch gar nicht sagen, wie ich da immer Freude habe. Gell, Alterle, dir gefällt das nämlich auch. Du kannst es ruhig mal sagen. Er wird nicken, wenn er könnt. Und rasieren sollst du dich, hat der Kardinal gesagt, verstehst du? Können wir auch machen die Tage mal. Vielleicht machen wir mal ein Schnauzbad. So, Leute, also das ist die Hochebene 1. Kann sein, dass ich sie noch verlängere. Will ich überhaupt? Doch, ich will da hinten noch eine Ebene draufzwirbeln. Aber da reichen drei Hochsäulen. Zwei, vier Stück. Machen wir uns gleich. Machen wir uns gleich, schnappen uns die Rampen dafür. Rampen. Gewicht haben wir noch ein bisschen. Wir gehen auf Stein. Die Dreiersäulen brauchen wir dafür. Und zwar vier Stück. Jo, wir haben noch Mats. Das ist doch toll. Die vier Säulen baue ich gleich. Dann müsste das eigentlich schon mal hinhauen. Das reicht normalerweise auch. Wie viele Deckenelemente haben wir noch? Sechs. Ja, da würde ich fast sagen, da brauchen wir noch mehr. Die können wir gleich nochmal herstellen. Und zwar die Hälfte. Sechs Stück. Dann werden wir wieder ein bisschen Stein ranholen müssen. Das machen wir dann zusammen heute. So, jetzt pass auf. Ich will, dass man mal von hier her geht, dass man da hochschauen kann, oder will ich auch, dass man hochlaufen kann? Weil die Kombis sollen da hinten drin später sein. Also das wird dann alles da hinten drin passieren. Oh, hier fehlen noch Elemente. Dann hau die nochmal runter. Hau sie nochmal runter, dann machen wir das jetzt hier fertig.
So, so und so. Die fehlen jetzt natürlich nachher oben. Hier haben wir einen schönen Abschluss. Hier weiß ich noch nicht, ob ich ganz raus muss. Hier werden auf jeden Fall die Kombis wahrscheinlich angehitscht. Ich habe auch übrigens den Item Collector, falls es jemand weiß. Den kann man ja nur mit diesem Tech-Generator Wireless betreiben. Oder, und den will ich mir nicht cheaten, oder mit einem bestimmten Treibstoff kriegt man den hier auf Ragnarok, weil das ist, glaube ich, Scorched Earth gewesen, ne? Das Engramm. Ich weiß nicht, ob ich Kaktuszeugs hier kriege und sowas. Da wäre mal ein Tipp nicht schlecht. Weißt du was? Ich würde sagen, wir versuchen mal, wie es aussieht, wenn wir da hinten hochgehen. Ich will das nicht vorne angezeigt haben. Von vorne sollte es schön aussehen und von hinten dann zweckdienlich sein. Entschuldigung. Da war wieder die gehässige Lache. Ja, ist doch super. Wie sieht's aus von hier? Ja, super. Das fällt gar nicht groß ins Gewicht. Dann kann man hier wunderschön hoch. Naja, gut. Dann bauen wir halt nochmal Rampen hin. Das ist mir jetzt egal. Ich will es auf jeden Fall da hinten haben. Aber im Stein rumkleben ist natürlich nicht das, was ich dachte. Ja, bauen wir eine fette Rampe. Der Alterle kommt sowieso als ab und zu sehr kaputt heim, weißt du? Dann kann er hier schön hoch. Flapp. Dann sind wir schon mal hier. Und jetzt würde ich aber eigentlich gerne. Lass mal gucken, wie das aussieht, wenn ich das da hinten zumache. Wenn noch eins dran geht. Ja, geht noch eins dran. Oh ja, das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Da kann man dann Zaunstückle hinmachen. Da könnte man hier eigentlich die drei Betten aufstellen. Und hier vorne dann entsprechend ein schönes großes Lager aufbasteln. Und hier vorne. Nee, das Lager machen wir hier vorne hin. Offene Einsicht, dass man von außen reinsieht. Hier mache ich eine kleine Trennwand rein. Und hinter der Trennwand ist dann Stromgenerator und dem Alterle seine Betten. Apropos Betten, das sollten wir auch gleich mal erledigen, wenn es nicht schon erledigt ist. Ich baue mal eben gleich zwei Betten, dann haben wir ein paar Spawnpunkte, ne? Der Tipp kam ja auch schon öfters und ihr habt schon recht. Aufheben. Es ist zwar so, dass wir recht gut durchkommen, weil wir gemütlich machen, aber man stirbt ja doch gern mal bei Ark. Und dann ist es schon praktisch, wenn man mehrere Spawnpunkte in seiner Höhle hat. Simple Bed, ich würde sagen, wir hauen uns nochmal zwei Stück dazu, wenn wir die Mats haben. Wir haben sie. Zwei Simple Bed, eins habe ich eingepackt, das kommt auf jeden Fall hoch. Trennmauern und so, da kümmern wir uns später drum, das ist jetzt nicht überlebenswichtig. So, das ist doch super. Halt, stopp. Dann wird es langsam. Ich freue mich, da können wir jetzt gleich mal nach den Engrammen schauen. Ich will Kombis züchten. So, nochmal sechs Deckenelemente. Ja, du freust dich, dass du nicht mehr allein bist, gell? Ja, das habe ich mir gedacht. Wie sieht es denn eigentlich pferdetechnisch aus, Männchen? Fehlt uns nicht noch ein Pferdeweibchen? Ich habe mir so überlegt, Leute, die Tiere, Männchen. Ja, dann haben wir zwei Männlein, da brauchen wir ja noch ein Weibchen. Verstehst du? Ich habe mir überlegt, die Tiere, die wir jetzt hier haben, da füllen wir die Pärchen auf jeden Fall auf. Beziehungsweise ist ja nicht mehr viel. Wir haben ja schon von fast welchen. Hier, dem fehlt noch ein Weible. Ihm fehlt noch ein Weibchen. Beim Einhorn weiß ich nicht, ob wir hier nochmal ein zweites kriegen. Manche haben geschrieben, es gibt immer nur ein Einhorn pro Map. Manche haben geschrieben, es spawnt immer nur ein wildes Einhorn pro Map. Müssen wir halt die Augen aufhalten, wenn wir wieder eins sehen, nehmen wir es mit. So, Alterle, dann würde ich fast sagen, guck mal eben, ob du da hinten vielleicht die Lücke doch noch zukriegst. Ja, komm, dann ist es schöner. Dann ist es doch schöner, oder? Lieber hole ich noch mal ein paar Elemente ran. Ja, ich will es schön haben. Hier würde ich auch noch eins reinmachen, wenn es ging. Ja, nee, das reicht so. Oder? Komm, geh doch mal runter. Jo, Lady. Und der Alterle starb in der Höhle aufgrund eines Sprungs. Pass mal auf, kannst du noch was bauen? Jetzt haben wir keinen Stein mehr, gell? Das wird ein bisschen eng. Wie viel können wir noch? Komm, hause durch, Alterle. Hause durch, nimm dir das eine mit oder zwei. So, eins. Ja, super, super. Das läuft, Leute. Ich spüre schon, wie wir die Kombis züchten. Ihr nicht, gell? Weil ich hier so rumeier. So, jetzt kommen wir hier hoch. Das wird vorne auch noch ein bisschen verbreitert hier. Das bleibt so nicht. Beziehungsweise, lass mal gucken, ob das dann ins Wasser reinragt, wenn ich das hier hinbaue. Wahrscheinlich, gell? Ja, aber das sieht doch schrottig aus, wenn das hier so im Wasser glitscht. Das will ich nicht. Das habe ich bestimmt schon 10-mal abgebaut. Lass es erstmal mit einer Rampe hier. So. Ja, das gefällt mir. Jetzt gehen wir nochmal hoch. Lumli-lumli-lum-li-lum-li-lum. Hier bauen wir auf jeden Fall noch eins hin. Oder vielleicht sogar zwei. Ja, zwei würde ich sagen. So, und das ist dann der hintere Bereich. Hier kommen dann die Betten hin. Die stellen wir schon mal auf. Dann haben wir auch schon was Praktisches heute bewerkstelligt. Snappen die zufällig aneinander? Jo, die snappen. Coole Geschichte. Habe ich auch die richtigen gebaut? Ja, habe ich. So, jetzt haben wir schon mal drei Betten hier. Da werden wir dann auch noch eine kleine Leuchte irgendwann reinbauen und so weiter. Dann haben wir den Bereich. Hier kommen wir dann runter und hoch. Jetzt will ich natürlich hier auch zaunen. Verstehst du? Das soll gleich schon mal ein bisschen schön aussehen. Eins, zwei, drei. Machen wir schon mal. Machen wir schon mal. Drei Elemente sind sechs Zaun. Achso, die kann ich eigentlich. Habe ich die überhaupt freigeschalten? Wahrscheinlich nicht. Wir gehen kurz rein. Dann nehme ich natürlich den Holzzaun, weil es einfach schön aussieht, dieses Holz-Stein-Gemisch. Wir müssen nur gucken.
Ah, Zaunfundament. Ne, Zaunfundament war es nicht. Wir brauchen den normalen Zaun. Und wann wurde der frei? Zaunfundament aus Holz. Da ist er offensichtlich nicht. Kam der dann so spät? Hier, Holzgeländer. Holzgeländer, Wood Railing. Wood Railing will ich auf jeden Fall jetzt ganz kurz welche machen. 6 Stück, wenn wir die Mats haben. Vorausgesetzt, wir haben die Mats. Jetzt gucke ich mal, ob der das mir so anzeigt. Wood Railing. 6 Stück. Jo. Ja, Leute, wir haben die Mats. Perfekt. So, dann haben wir die Geschichte. Dann ist das schon mal schön da hinten in dem Eck drin. Die Betten sind oben. Perfekt. Dieser Item Collector, ich glaube nicht, dass wir den verwenden können. So wie ich das gelesen habe, brauchen wir dieses Tech-Ding, was man sich aber, glaube ich, freischieben muss, oder? Ich kann ja mal reingucken. Intruser Engrams, ob da irgendwas steht. Wenn ich da Tech eingebe. Tech. Tech. Replicator. Dann ist es da bestimmt mit drin, oder? Pass mal auf, Tech Generator. Tech Generator wird hergestellt in Tech Replicator. Also das ganze Tech-Zeug. Ich glaube, mir hat jemand geschrieben, dass die Tech-Sachen, dass man die freischalten muss über die Bosse und solche Geschichten. Wenn, dann will ich das schon so machen. Oder zumindest dann so sein, dass ich einen Boss-Try gemacht habe, 2, 3 Stück, bevor ich mir irgendwas da raushole, weißt du? Deswegen machen wir das jetzt halt nicht. Dann sammle ich die manuell ein. Mache ich ja sowieso gern. So, willst du da hinten wirklich Zaun reinmachen hier in den Stein? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Da ist nämlich die Höhle. Es ist mit integriert. Das finde ich okay. Das Stücklezaun da hinten. Das gefällt mir jetzt schon wieder. So, und da können wir ja später hier. Wie gesagt, später. Alles klar, hier kommt dann das Lager hin, Zwischenwände. Die Dinger haben wir gebaut. Jetzt können wir uns schon mal drum kümmern. Jetzt fangen wir an, Leute. Fabrikator. Die Schmiede und alles, was hier so ist, das wird hier unten reingebaut, ne? Jetzt schauen wir mal, den Fabrikator, den brauchen wir als erstes. Müssen wir freischalten, richtig? So. FAB wie Fabrikator. Können wir freischalten. Hammer freigeschalten. In der Werkbank ist doch der bestimmt zu bauen, oder? Oder in der Crafting Station, die haben wir ja auch. Wieso ist denn hier kein Holz drin? Ich brauche doch immer Holzkohle parallel schon, oder? Ey, komm, wir holen uns da noch ein bisschen Holz rein. Pilzholz. Haben wir nicht. Nicht hier. Crafting Station, Forge, Forge, Forge. Das heißt, das hole ich hier raus. Mal 145 Stück. Wir müssen eh die Materialien ein bisschen auffüllen. Das mache ich dann zwischen den Schnitten. Ne, fülle ich ein bisschen wie Flurhammer. Ja, vielleicht so eine Nachtrunde, dass ich nachts einfach Material hole und dann im nächsten Clip tagsüber wieder mit euch einsteige. Ist ja alles vor der Haustür. So, pass auf. Jetzt schauen wir mal. Herstellung. Hier ist er. Wow. Ich probiere mal, ob wir den bauen könnten. Nee, können wir nicht. Zündpulver fehlt. 20 Zement haben wir bestimmt, Metallbarren auch. Wir brauchen Zündpulver. Das kannst du hier schon mal rausholen. Das brauchen wir nämlich hauptsächlich drüben. Ey, Zündpulver, das kann man doch hier schön durchjagen, oder? Zündi-Mündi. Ja, Zündi-Mündi, Alter. Dann hauen wir hier noch ein bisschen Stein rein. Startet die schon mal. Das holen wir jetzt aber draußen. Ich will den Stein jetzt nicht hin und her ziehen. Wir brauchen eh welchen. Wir klopfen ganz kurz eine Runde Stein. Hast du was eingeladen? Wieso sind wir so langsam? Das hat noch Material, müssen wir auch noch rauslegen gleich. Ja, jetzt machen wir ein bisschen Zündpulver. Machen wir ein bisschen Zündpulver, bauen den Fabrikator und dann geht's weiter. Dann geht schon der Generator als nächstes los. Dann Strom, den setze ich ganz oben hin zu den Betten. Ich wollte eigentlich noch eine zweite Etage reinziehen, aber ich wüsste jetzt nicht warum. Brauchen wir nicht dringlich, ne? Eine zweite Etage. Jetzt holen wir mal Stein hier ran. Wherever you go, oder alter Durst. Trink ist mein Freund. Du sollst hier nicht leiden, uns geht's gut. Wir haben alles, was wir brauchen. So. Alles klar. Also, wie gesagt, Farmen habe ich sehr, sehr hochgezogen. Jetzt einfach für die nächsten 2, 3 Runden. Damit wir ganz entspannt unser Pferd suchen können. Ich bin doch mit dem Pferd hierher, oder? Wo ist denn das? Wo ist denn jetzt das Pferd? Entschuldigung, ich finde unseren Gaul nicht. Hä? Ich bin doch mit dem Pferd raus, Leute. Habe ich das jetzt gerade vielleicht zufällig getötet? Wo ist denn das Pferd? Hä? Ich bin gerade total verwirrt, Leute. Wo ist denn unser Pferdle? Ey, weiß jemand, ob ich das jetzt gerade getötet habe aus Versehen? Da müsste ich aber Material vom Pferd hier drin haben, oder? Fleisch und so habe ich nicht. Also getötet habe ich es nicht. Habe ich es überhaupt mit rausgenommen?
Wir gehen kurz rein, ausladen, dann fliege ich nochmal raus. Irgendwas stimmt gerade nicht. Normal zeigt es doch so an, wenn es irgendwo wäre. Okay, das ist jetzt einer der Momente, wo ich dann selbst nicht mehr so richtig sicher bin, ob alles gut ist mit mir. Entschuldigung, jetzt gehen wir kurz rein, das Stein, oder ich lade mal da vorne die Steine kurz ein oder so. Ey, das habe ich jetzt vor lauter Schwallern gar nicht mitgekriegt, wo das Pferd hin sein. Ist das in den Boden geglitscht? Muss ich mir angucken, ich habe es null mitbekommen, Leute. Mache ich jetzt hier sowieso, wir sind ja eh schon am Ende dieser Folge. Wir haben ja schön was gepackt heute, ne? Wir haben tatsächlich einen Eintrag in unserer gezähmten Dino-Liste. Wir sind dabei, den Kombis, den Grundbereich aufzubauen. Und haben unser Pferd verloren und ich habe keine Ahnung, wo das jetzt ist. Bin ich rausgelaufen? Wenn es jetzt da drin steht, kann es sein, dass ich heute noch zum Doc gehe. Scheiße, ich bin total verwirrt gerade. Und der Alterle ist super schnell. Du bist super schnell unterwegs zu Fuß, wenn du voll beladen bist. Ich weiß nicht, wo das Pferd sein soll. Da steht's. Vielleicht ist es sauer, weil ich das Pferd genannt... Leute, bin ich rausgerannt? Oh Gott. Kann sein, dass ich das rausschneide. Da steht's Pferd, oder? Hey, da steht's. Ah, alles klar. Es ist zurückgelaufen, weil es folgt nämlich noch unserem neuen Flugtier. So, jetzt habt ihr das mal live mit drin. Bevor ich davon ausgehe, ne, bevor der Voucher davon ausgeht, dass irgendwas am Spiel kaputt ist, glaubt er erstmal, dass er es nicht mehr blickt. Ne? Ich habe schon Angst gehabt, jetzt geht's Alter ganz los. Entschuldigung, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir machen wollten. Doch Stein drüben rein für... Oh, ist es zurückgelaufen und ich habe gedacht, ich habe einen Aussetzer im Kopf. Alles klar, Leute, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal einen Cut, ich brauche einen Kaffee. Wir sehen uns morgen wieder zu unserer Daily Dose um 16 Uhr. Ich freue mich tierisch auf euch. Bis dann.